Hat geklappt. Super. Ja, herzlich willkommen, liebe Claudia. Ich freue mich ja so. Du Hallo. bist tatsächlich mein allererster Interviewgast in meinem Podcast. Von daher bin ich auch ein bisschen, na, positiv aufgeregt auf jeden Fall. Und ja, wir haben uns ja kennengelernt über meinen Grundlagenkurs und im Grundlagenkurs festgestellt, wir haben ja so einiges gemeinsam, was unseren Yoga-Anfang betrifft. Aber vielleicht möchtest du dich einfach nur ganz, ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und ja. Ja, ich heiße Claudia Forsbach, bin 49 mittlerweile, komme aus der Nähe von Köln, aus Frechen, bin alleinerziehend mit zwei Teenager-Jungs und ja, wie ich zum Yoga gekommen bin, ja, ich habe eigentlich schon die ganze Zeit über mit Rückenschmerzen zu kämpfen und schlafe auch schlecht, weil mir alles eigentlich immer wehtut im Bett, bin immer früh wach, weil irgendwie ich nicht mehr liegen kann und bin dann auch beim Arzt gewesen, beim Orthopäden, und der hatte tatsächlich damals gesagt, ja, versuchen Sie es doch mal mit Yoga, weil das halt irgendwas im oberen Rücken war, und er meinte, versuchen Sie es mal mit Yoga. Ja, und dann habe ich halt dann erstmal mich hier durchgeklickt, dann habe ich irgendwie diese Videos auf YouTube hier von Maddie Morrison oder hatte auch dann diese App von Yoga Easy mal ausprobiert, aber da hat mir irgendwie, ich glaube, auch die Begleitung gefehlt, also es war ganz schön. Ich habe halt gemerkt, schon, es macht mir schon irgendwo Spaß, es bringt auch irgendwo was, aber irgendwie konnte ich nicht dabei bleiben. Und dann habe ich irgendwann halt eben dich auf irgendwie durch Zufall, kann ich gar nicht sagen, auf Instagram halt entdeckt. Und ich glaube, da ging es damals noch um diesen Übungsplan. Und dann habe ich gedacht, ach komm, probier mal. Und dann ging es um das Video. Und so bin ich ja dann quasi bei dir mit reingerutscht und habe halt echt gemerkt, jetzt, das bringt mir also tausendmal mehr als alles andere. Und ich fühle mich so wohl, die Übungen, mir geht es besser mittlerweile. Also ja, ich bin hin und weg und ja, merke ganz viel eben diese positiven Seiten eben auch von Yoga. Also es ist richtig schön, genau. Ja, total schön, total schön. Ich freue mich da ja auch, oder ich habe mich ja auch erfreut an all deinen Fortschritten oder an all euren Fortschritten ja auch im Kurs. Das ist so mega, ja. Du hast gesagt, bei Yoga Easy hat dir so ein bisschen die Begleitung gefehlt. War es so das Überangebot oder dass es so verschiedene Stile waren und man gar nicht so war? Was würdest du sagen? Was Ja, hat dich da so irritiert? ich glaube tatsächlich, dass das alles zusammengenommen, also es war sehr viel auf einmal. Man konnte da zwar auch so bestimmte Kurse eben einfach auch belegen, wo man sich dann selber so durchhangeln konnte. Das habe ich auch bei ein, zwei Sachen mal gemacht. Das ging auch ganz gut, aber ich glaube, mir fehlte tatsächlich dieses Persönliche einfach auch ein bisschen. Also diese persönliche Begleitung, das war, ja, das hat mir nachher irgendwo da gefehlt, da bin ich nicht mehr dabei geblieben. Und dann war ich natürlich komplett auch überfordert. Ich wusste nicht diese verschiedenen Stile. Ich habe mir zwar da tausende von Videos angeguckt, aber es war einfach zu viel. Und ja, und für mich, wie gesagt, war halt tatsächlich jetzt ausschlaggebend dann auch noch diese persönliche Begleitung eben einfach. Ne? So Ja. dieses Feedback bekommen, auch diese Online-Live-Videos, diese Stunden, dass man die machen kann. Und zeitgleich aber ja auch, wenn man eben nicht kann, dass man sich das später angucken kann. Also das ist so das für mich, ja, was dann ausschlaggebend war, dass also Yoga Easy dann nachher habe ich auch gar nicht mehr gemacht. Also das war, wie gesagt, war zu viel auch einfach tatsächlich, ja. Ja, ist man dann vielleicht auch als Anfänger dann überfordert Ja. mit dem Ganzen, ne? Also ich meine, inzwischen weiß ich das alles, weil ich schon so lange dabei bin, aber ich weiß auch noch vor 12 Jahren, dass mich das auch sehr irritiert hat, dass eine Übung auf verschiedene Arten gemacht wird und ich gar nicht begriffen habe. Also zwischendurch dachte ich, man kann eigentlich jeder machen, was er will, so ungefähr. Und mittlerweile weiß ich ja natürlich, dass es an verschiedenen Traditionen und verschiedenen Stilen hängt oder so, aber ich kann mich da noch gut reinfühlen tatsächlich, ja. Was war so deine größte Herausforderung beim Anfang, beim Yoga-Anfang? Was würdest du sagen? Mein innerer Schweinehund tatsächlich auch. Ja, und halt, also was mir halt aufgefallen ist jetzt gerade bei den Videos auch von Maddie Morrison und auch von eben Yoga Isa, das war für Anfänger.
Aber da waren etliche Übungen einfach dabei, die ich so gar nicht machen konnte. Also das war für mich nicht möglich, da in diese Übungen reinzukommen. Die waren das, also es war für mich total unbequem. Es hat mir alles wehgetan. Ich wusste gar nicht, mache ich das jetzt richtig? Also das war, glaube ich, so die größte Herausforderung beim Yoga, da zu gucken, wo sind die Übungen, die für mich gut sind und die für mich passen, die ich auch ausführen kann und die mir gut tun, einfach auch. Und dass man das auch entscheiden darf, vielleicht so ein bisschen, ne? Dass man Ja. jetzt nicht irgendwo reinpassen muss, sondern dass man sich's auch passend machen darf, Genau, ne? genau. Ja, genau, richtig. Ja, das ist halt, wie du selbst aussagst, man hat ja schon auch diesen Perfektionismus. Man will das ja dann auch alles schön richtig machen. Ne? Und genau auch so, wie es sein muss. Man will das ja dann auch genau wissen, wo muss ich jetzt dehnen, wo muss ich die Dehnung auch fühlen. Manchmal habe ich so Übungen, wo ich gar nicht genau weiß, so, okay, da muss ich das und das machen, aber wo muss ich das spüren? Und das ist so, dann so war auch immer so meine Herausforderung, da das Passende einfach jetzt auch zu finden, was für mich eben passt, genau. Ja, schön, schön. Und würdest du denn sagen, dass jeder Yoga machen kann, oder würdest du sagen, ah nee, das ist ja nur für die Pros? Nee, also ich glaube schon, dass das jeder machen kann. Das Problem ist, glaube ich, einfach nur, das zu entdecken, wo man selber steht. Also dass man tatsächlich da abgeholt wird, wo man eben selber auch gerade steht. Ne, also ich jetzt hier mit meinen fast 50 und unbeweglich und so weiter, ne, brauche halt, denke ich, einfach andere Übungen als jemand, der eben einfach auch jünger ist oder und beweglicher noch ist. Ne, so, und ich glaube also schon, dass jeder das tatsächlich machen kann, ja. Und, also selbst meine Mutter, der habe ich schon, also die ist jetzt über 70 und der habe ich so ein paar Übungen gezeigt. Die kann halt jetzt nicht mehr so am Boden was machen, aber der habe ich so ein paar Übungen gezeigt, wie man das zum Beispiel im Sitzen noch machen kann. Und da so, ne, also ich glaube schon, dass das für alle ist. Man muss halt nur das passende Angebot finden, die passenden Übungen finden. Ja, Ja. aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich was für alle, ja. Ja. Ja, das ist ja heute so ein bisschen auch die Mutmacherfolge, ne? Die soll ja eben dazu dienen, weil ich das ja ganz, ganz oft höre, auch von Menschen, die sagen, bah, ich habe immer gedacht, Yoga ist nichts für mich, oder ah, ich wollte das eigentlich gar nicht, aber irgendwie dann warst du so lustig und da habe ich gedacht, ich versuche das jetzt trotzdem, probiere das jetzt mal aus oder so. Und wo sich dann hinterher herausstellte, ach, guck mal, geht doch halt irgendwie, weil man so ein bisschen so ein falsches Bild oft auch vermittelt kriegt, so in den Medien, ne? Das finde ich deswegen so wichtig, dass wir das verbreiten, dass es nicht darum geht, dass man besonders gelenkig und biegsam ist. Ja, wenn es gibt ja auch sehr bewegliche Menschen und die sind ja auch nicht verkehrt, um Gottes Willen, es ist ja toll. Aber man ist halt auch nicht irgendwie unperfekt, wenn man irgendwie vielleicht nicht so beweglich ist. Aber es ist halt schon wichtig für die Gesundheit und auch später fürs Älterwerden. Und ne, ich bin Mitte 40, du bist Ende 40, also ja, ne? Wir merken, es rostet schon mal hier oder da, ne? Dass einfach, ja, dass man trotzdem in der Bewegung bleibt und auch was für sich tut. Deswegen finde ich das ja auch so großartig. Du bist ja da voller Begeisterung und Leidenschaft auch durch diesen Kurs gegangen. Ich meine, ich habe den Kurs ja wirklich auch mit allem Herzen geschaffen, aber Merkt ich bin man natürlich auch abhängig von Menschen wie dir, die das dann auch machen. Also was auch? hilft das denn, alles das so aufzubauen, wenn es keiner macht? Deswegen bin ich so, so dankbar dafür und finde das so schön, wie du auch da so durchgegangen bist. Du hast auch, wir haben ja diese Facebook-Gruppe auch, hast uns ja da auch teilhaben lassen, die anderen Mädels ja auch. Das fand ich halt einfach so schön, dass man zwar alleine für sich war, aber man war jetzt nicht, doch nicht alleine irgendwie, ne? Das macht das Ganze tatsächlich für mich auch aus und auch noch attraktiver einfach. Ne? Man kann sich das halt selber, man kann halt selber entscheiden, möchte man das jetzt eher so für sich machen oder ne, möchte man sich öffnen und das eben mit anderen teilen. Und das, finde ich, macht den Reiz halt tatsächlich aus. Ne? Ja. Schön. Schön, schön, schön. Ich gucke nochmal auf meinen Spickzettel. Ich habe aber ein bisschen was aufgeschrieben. Ja, und dann bist du hinterher in die Membership gewechselt zu mir, von dem Grundlagenkurs in die Membership. Weil du diesen Zusammenhang, weil der für dich wichtig war, weil der Ansprechpartner für dich wichtig ist, was würdest du sagen, war da der Grund? Ja, genau. Also zum einen dieser Grundlagenkurs, den fand ich ja schon, und man wurde halt, finde ich, gut reingeführt. Also wirklich, das hat sich halt so schön aufgebaut. Also man fing echt mit leichteren Übungen an. Die wurden bei mir auch genau erklärt. Also diesen Grundlagenkurs fand ich mega. Tatsächlich auch, dass diese einzelnen Übungen, dass man die sich in dieser
na, wie nennt sich das? Asana-Videothek. Genau, die meine ich, dass die da wirklich, dass man sich das da immer noch mal angucken kann, wenn man selber nicht mehr genau weiß, wie war das denn, welche Varianten gab es denn da auch noch. Also das fand ich wirklich super, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, und dann halt der Grund dran zu bleiben war halt tatsächlich, weil ich halt merke, dass das genau für mich einfach passt. Ne, die Art der Übungen passt für mich, deine herzliche Art passt für mich, dieses selbst entscheiden können passt für mich. Ne? Dieses will ich online an montags und mittwochs an diesen Zoom-Stunden teilnehmen oder habe ich vielleicht keine Zeit und gucke mir die dafür später an, ne? Sodass ich das alles selber schön und frei entscheiden kann. Ne? Genauso wie bei den Zoom-Meetings ich dann frei entscheiden kann, kann man mich jetzt sehen oder eben nicht. Na, mir ist tatsächlich eigentlich da lieber, man kann mich nicht sehen. Aber ja, so das ist und halt eben in diesem, also ich hatte ja auch diese Probewoche in dieser Membership auf deiner Insel und da fand ich eben auch schon super ansprechend, dass es da super viele andere Videos noch gibt. Also selbst wenn mir diese zweimal die Woche nicht reichen, ich kann mir die da nachträglich angucken. Ich kann mir kurze Sequenzen angucken. Ich kann mir noch mal lange Yoga-Stunden angucken. Und auch machen, also so diese Auswahl da einfach, auch an Meditationen, ja, finde ich einfach mega. Also ich möchte nicht mehr ohne sein. Ja, schön. Das freut mich total. Ja. Das freut mich total. Ja, ich habe die Yoga-Insel gibt es ja jetzt schon 2 Jahre vor allem. Von da sind da natürlich viele, viele Videos drin. So, der Grundgedanke war, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte vielleicht mal Yoga-Urlaub machen in den eigenen 4 Wänden, dass man genug Inhalte hat, um sich so ein bisschen seinen Urlaub da so zusammenzustellen dann, ne? Ja, schön. Ja, Total, ich hab total. mir tatsächlich, wann war das? Ich glaube, gestern habe ich mir da mal eins von den alten Videos. Gestern hatte ich wieder Lust, noch mal eine Stunde Yoga zu machen. Und dann habe ich mir echt eins deiner längeren Videos da noch mal 60 Minuten. Ich weiß, das hieß nicht Hatha Yin Yoga, keine Ja. Ahnung. Und da irgendwie sanfte Entspannung habe ich mir dann gestern gedacht. Ja, ich glaube, das tut dir heute gut. Mach mal. Schön, Das finde ich ach, das eben, ist so toll. dass man einfach auch diese Möglichkeit hat oder auch eben die Möglichkeit, diese kurzen Sachen zu machen, also wenn man jetzt eben nicht mal nur eine Stunde Zeit hat. Ne? Das Schön. ist toll, ja. Schön. Also Genau. Fazit kann man im Prinzip sagen, es geht. Jeder kann Yoga machen, man muss halt nur für sich das Richtige irgendwo herausfinden und einfach mal testen und mal gucken, okay, was passt denn so zu mir, ne? Genau, ja. Ja, das Das würde tut mir ich auch gut. sagen. Ja. Ja, weil es gibt ja verschiedene Yoga-Stile. Wir haben jetzt, was ich ja unterrichte, ist ja klassischer Hatha-Yoga. Das heißt also immer in eine Übung reingehen, dass man Zeit hat, die aufzubauen, ein bisschen drinbleiben, Entspannung. Ist aber auch nicht für jeden was. Es gibt ganz viele Leute, die sind so wahnsinnig hibbelig, die brauchen wieder so einen Flow oder so. Da muss man für sich tatsächlich so das Passende finden. Aber immer wichtig, auf sich selber hören, auf sich achten und so. Das Thema, es darf sich schon leicht anfühlen und trotzdem darf man sich weiterentwickeln. Aber man muss sich nicht quälen, so dieses klassische Bild. Ich bin ja jetzt auch nicht so unbedingt der Sporttyp, ehrlich gesagt. Dieses klassische Bild, was ich so beim Spinning oder so habe, wenn da Menschen auf so Fahrrädern sitzen und die das so geil finden, sich da so zu quälen. Und ich immer denke, warum machen die das denn? Das muss es halt nicht sein. Das kann es auch sein, aber das muss es halt nicht unbedingt sein. Da muss man nicht über seine eigenen Grenzen gehen. Was Ja, ich halt auch total, total. ja, was ich auch total spannend fand, ist halt, wie Yoga mich jetzt auch im Alltag quasi auch begleitet. Also wie diese Achtsamkeit eben zum einen. Ne? Man macht ja auch viel einmal diese Bodyscans. Also ich merke, dass ich ganz anders meinen Körper wahrnehme und zwischendurch auch oft quasi so eine Art kurzen Bodyscan mache und gucke. Ne, genauso wie diese Achtsamkeit einfach, die geht ja schon in diese kleinen Momente, einfach so etwas bewusst fühlen. Also ich merke das zum Beispiel morgens im Auto, wenn ich Auto fahre zur Arbeit und ich dann wirklich bewusst fühle, wie kühl und glatt sich das Lenkrad anfühlt und das dann wirklich dann auch so bewusst wahrnehmen. Ne? So dieses, also, oder wo ich es auch ganz stark merke, ist, dass sich meine Haltung komplett verändert hat. Also ich glaube, ich bin immer viel nach vorne gebeugt gegangen, die Schultern nach vorne und ich merke halt, wie aufgerichteter ich jetzt gehe und auch stehe und wie, ja, wie sehr ich auch darauf achte, das zu tun. Also das ist, finde ich, was auch über diese Yoga-Stunden hinaus einfach im Alltag, für mich unbezahlbar ist. Also das finde ich richtig toll, ja. Super, und das nach 7 Wochen, ne? Das ist so krass. Na, als ich damals Ja, die ging Website echt fertig schnell. gemacht habe,
für den Kurs, ne? Da habe ich mir, da habe ich das mir helfen lassen, damit meine Botschaft auch wirklich transportiert wird. Und dann hieß es immer, na, was ist denn dein Versprechen, ne? Was ist denn dein Versprechen? Was kannst du denn wirklich versprechen, was in den 6 Wochen passiert? Und da bin ich bin halt schon so, Ehrlichkeit ist für mich ein hoher Wert, ne? Und deswegen habe ich gedacht, okay, kann ich das wirklich versprechen? Und da habe ich gedacht, ja, guck mal in dich hinein, schau dir andere an, wie ist es denen ergangen oder so. Aber das ist für mich immer schön, das dann nochmal bestätigt zu bekommen. Ja, genau, das geht wirklich nach den 7 Wochen, weil Wenn man sich wirklich dran hält und wirklich aktiv diese klar. Zeit wirklich mitmacht, also das denke ich, habe ich gemacht. Ja, also definitiv. Ja. Ja. Schön. Das ist für mich, ja, das ist für mich sehr, sehr, wie gesagt, sehr, 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 sehr wichtig, weil, ja, klasse. Ja, das aber, deswegen, Yoga ist, also oft denken Leute, ja, Yoga ist sowas wie Sport, aber es ist eigentlich gar nicht der Sport. Also der Teil vom Yoga, der auf der Matte passiert, der ist ja nur ein kleiner Teil. Das hast du wirklich schön gesagt. Es ist eher so, dass das kommt in den Alltag mit dann tatsächlich hinein. Manchmal im Haushalt oder so, wenn ich dann auch so die Spülmaschine so gehetzt ausräume, dass ich so denke, nein. Du machst das jetzt ganz in Ruhe. Und das Geile ist halt immer, wenn man in dem Moment ist und vollkommen präsent ist, man kann nicht an die Zukunft denken, an irgendwelche Stress deswegen. Man kann nicht an irgendwas Vergangenes denken. Wenn man vollkommen im Moment ist, dann ist man so auch in der Ruhe, ne? Ich glaube, das ist auch dieses gute Gefühl dann halt einfach. Und nicht so das eine machen und schon wieder 3 Schritte weiter und gleich muss man noch das und das. Und dann ist man schon so in dem inneren Stress. Ich glaube, dass man das auch so ein bisschen lernt immer wieder, ne? Wie du auch sagst, finde ich schön, dass du das auch im Alltag immer wieder in den Körper, immer wieder ins Fühlen reinkommst und so. Total, total megamäßig. Finde ich Ja, schön. fand ich auch sehr spannend tatsächlich. Also diese Beobachtung einfach an mir zu machen, weil ich habe das ja jetzt nicht so bewusst versucht zu forcieren oder so, sondern das ist irgendwann fiel mir das auf. Ich so, oh, guck mal, jetzt fühlt sich das irgendwie alles anders an. Also bewusster halt einfach auch, ne? Und ja, auch diese Ruhe. Also ich merke tatsächlich auch durch diese Atmung, ich atme ganz anders. Ich bin im Körper auch viel ruhiger und richtig schön. Also Yoga, fängt bei mir tatsächlich mittlerweile schon morgens früh beim Aufwachen an. Sobald ich also quasi die Augen auf habe, so das Erste, was ich im Bett mache, sind dann hier so diese Dehnungen vom Seelenmuskel so langsam im Bett, ne? Oder einmal dieses Querdrehen, ne? Das fängt bei mir quasi schon, Krokodil, so dieses Mobilisieren fängt bei mir quasi schon im Bett vorm Aufstehen an, ne? Und dann neben dem Bett dann noch eben zweimal einen Sonnengruß und danach fühlt man sich auch direkt irgendwie energiegeladener, einfach auch lockerer vom Körper her, alles nicht mehr so, tut alles nicht mehr so weh, alles nicht mehr so verspannt. Also Claudia, für dieses wunderschöne Interview und wir sehen uns ja dann sehr ganz, gerne. ganz bald wieder in der Membership beim Yoga. Da freue ich mich drauf. Hab einen ganz wunderschönen Sonntag heute noch. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Danke, tschüss! Tschüss.